Ich heiße euch herzlich willkommen bei einer weiteren Folge Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Heute beginnend beim Reif TV vom Clan immer 100%. Irgendwie kenne ich den Namen. Ich glaube, ich habe ihn vor Ewigkeiten mal gesehen als Rathaus 10, aber mittlerweile ist er Rathaus 11. Und das Rathaus 11 hier sieht erstmal ganz gut aus, aber es bewegt sich im Moment nichts, außer das Labor läuft. Jawohl, er ist in der Legendenliga. Glückwunsch, da bin ich noch nicht gewesen. Und hat hier seine Helden allerdings auch schon sehr hoch. Queen auf 50, ist auch am Pumpen im Moment. Das heißt also, er ist in jedem Fall aktiv hier am Farm für, ich denke mal, seine Bauarbeiter, denn ich sehe im Moment gar keinen, der hier arbeitet. Das ist aber noch eine Rathaus 10 Base hier. Also alles, was wir hier sehen, ist nur auf Rathaus 10 Niveau. Entweder ist er noch nicht so lange auf 11 oder aber er hat erstmal seine Prioritäten so ein bisschen anders verlegt, nämlich in Mauern und Helden. Kann ich mir vorstellen, kann man ja auch so machen. Aber ich denke mal, sieht ganz gut aus. Allerdings, ich weiß nicht, ob diese Base hier wirklich gut deft in der Legende. Denn so wirklich gut ist sie nicht. Wir gucken mal, Clanbook hat er auch schon oben. Okay, die ist also schon mal, die ist schon mal da, aber was natürlich auffällig ist, er hat keinen Adler. Er hat noch keinen Adler, entweder noch keinen oder er will keinen. Also so ein Halb-Engie. So ein Halb-Engie und er hat hier auch schon, ja, die gängigen Truppen sind schon mal auf Max-Level. Das sieht sehr, sehr gut aus. Bowler, Heiler, die Lufttruppen, Hexen dabei, Babydrache, ja. Das passt, denke ich mal, je nachdem, wie man halt auch angreift. Und er hat auch tatsächlich noch keine Defense gewonnen hier. Aber 39 Attacken mittlerweile gemacht in der Legende. Denke ich mal, ist das ganz schön. Ja, ich glaube, es ist ganz schön viel seit Liga-Beginn. Und die Base hier sieht aber, okay, Luftabwehr ist schon oben. Das sehe ich jetzt. Ah ja, okay, also so ein bisschen ist doch schon gegangen. Das habe ich gerade so ein bisschen verkannt. Und ja, zur Base kann ich jetzt nicht sagen. Sie hat noch nicht gedefft in der Legende. Vielleicht solltest du dir doch ein anderes Design hier suchen. Aber schönes Dorf, schöner Account. Freut mich für dich, Ralf. Ja, ich bin auf dem RH9. Heiße euch herzlich willkommen bei uns, den Kampfunfähigen. Also beim Clan Kampfunfähig. Und hier werde ich immer ein bisschen abgefarmt. Aber was uns im letzten CK passiert ist, das könnt ihr euch jetzt mal reinziehen. Beginnen möchte ich heute mal mit Julia. Julia greift hier nämlich mit Farmtruppen an. Eigentlich nicht gern gesehen in Clankriegen, dass man mit Farmtruppen angreift, aber vielleicht auf so eine Base hier doch irgendwie so die richtige Wahl mit diesen komisch gemachten Mauern. Ich meine, klar, da kannst du die Truppen nur am Rand setzen, außer du setzt sie halt hier hinten gegenüber dem Labor, da hast du mal keine Mauern. Ansonsten bist du immer gezwungen, deine Truppen hier so richtig vom Rand aus rennen zu lassen. Aber erstmal wird der Clanburgdrachen hier eliminiert mit Bogenschützen auf Level 3. Okay, das kann man mal so machen. Und deswegen denke ich mal, ich weiß gar nicht, was Julia für ein Level hat. Ich glaube, es ist noch ein 6 oder 7er Account, damit hätte ich jetzt die Truppen zählen müssen. Aber jetzt geht es ja erstmal mit den Riesen rein. Ein paar Mauerbrecher hat sie dabei. Und dann schauen wir mal, ja, jetzt kommen hier eigentlich so die Bogenschützen, wie man das aus dem Rathaus 11 Bereich mit den Hexen kennt. Also richtig auf breiter Front, die laufen jetzt auch schön zusammen. Hox unterstützen das Ganze hier aus der Clanburg. Okay, ich denke, das sind Max-Hox hier. Wann wo die Mauerbrecher kommen, da bin ich echt gespannt. Ich habe den Angriff nämlich auch noch nicht gesehen, ich sehe ihn jetzt das erste Mal. Okay, hier geht man auf beiden Fronten los. Okay. Weil die Riesen sind immer noch nicht in der Base, aber so richtig die Verteidigung ist jetzt auch schon down. Okay, die Verteidigung ist schon down. Also kann man machen auf so eine Base hier. Okay, da ist jetzt noch ein Tesla, der schockt natürlich auch nicht wirklich. Aber so als Einstand, ja, mal ein bisschen komisch. War sowieso ein komischer CK hier und deswegen passt der Angriff hier so zum Warmwerden erstmal ganz gut hier rein. Und ich denke mal, das waren auch stabile und gute 3 Sterne von 20 auf 18 immerhin. Also schon so ein bisschen am Hochgehen hier. Ja, sieht sehr gut aus. Sehr stabil. Und jetzt sind es die 3. Jawohl. Aber ich habe natürlich für euch auch jegliche Kämpfe aus dem R8, 9 und 10er Bereich, weiß ich gar nicht. Aber wir haben auf jeden Fall einen 11er dabei. Denn unser Chef himself hat auch mal wieder teilgenommen, jawohl. Und ich bin ja jetzt auch erst seit 2 Clankriegen wieder hier.
Ich habe ja gesagt, dass ich in den Clan in jedem Fall nach dem Event-Clan wieder zurückkehre und ich bin nach wie vor, glaube ich, ganz glücklich und zufrieden hier. Mache meine Sterne mit dem Alex-Account und das reicht mir eigentlich. Das sind genau die Aktivitäten. Manchmal wird mir natürlich schon ein bisschen langweilig. Deswegen spende ich hier im Moment wie so ein Irrer. Also was so als RH9 geht in so einem Clan. Und sehen hier aber von Obi von 14 auf 15 einen lupenrein, denke ich mal, Drachenangriff unterstützt mit den Loons. Die Loons sind auch schön abgelenkt, beziehungsweise die Luftabwehren sind schön abgelenkt von den Drachen. Und ich glaube, der Feger war jetzt nicht so gut. Ne? Der hätte ja eigentlich immer wieder die Drachen zumindest aus dem Feld fegen können. Aber die Base ist jetzt auch nicht so wirklich gut. Ich spule euch das mal ein bisschen vor. Dann sehen wir heute mal ein bisschen mehr. Aber so kann man es machen, ganz behende. Und ihr seht ja die Max Loons hier, wie lange die auch durchhalten. Also jetzt müssen sie das erste Mal überhaupt so ein bisschen tanken. Vorher haben das komplett die Drachen übernommen. Ja, perfekt gelaufen, würde ich mal so sagen. Für den Obi hier vom Clan, ja, kampfunfähig. Also ganz kampfunfähig sind die ja nicht. Denn wir holen ja auch unsere Sterne. Und dazu beigetragen hat auch der Marius. Ihr seht, Mann, ich muss euch heute einfach mal ein paar komische Bases zeigen und vielleicht auch mal ein paar komische Angriffe. Der Marius hier hat sich für einen Laloon entschieden, also Lavahund auf Level 1 und Loons auf Level 6 kann man durchaus machen. Viele sind immer der Meinung, ja, ich kann eigentlich erst Luftangriffe machen, wenn mein Lavahund auf 2 ist und die Loons auf 6 sind. Ja, ich würde sagen, kann man so stehen lassen als Rathaus 9, dass man erstmal die Loons auf 6 bringt und den Lavahund hat man ja erstmal auf 1, wenn man sich die Kaserne freispielt. Ah, hier oben geht's weiter. Ich hatte das gerade ganz verkannt. Mit dem Friesfell auf 2 Luftabwehren. Oh, nicht schlecht gemacht. Kann man auch so lösen. Und auch der ist noch auf Level 1 oder auf Level 0. Nee, er ist ja auf Level 1. Und ah, schön gemacht, hier kurz mal 2 Luftabwehren aus dem Spiel genommen. Aber hier kommen sie jetzt, ja, okay. Also bei solchen Bases, da hilft auch nicht mehr wirklich. Jetzt kommt der zweite Fries und wir lassen die Queen mal Queen sein, hat er sich auch hier gedacht. Ja, die fliegen hier jetzt noch so ganz behende weiter. Jetzt kommen hier die Helden noch ins Spiel, beziehungsweise erstmal der King mit so ein paar Magiern noch. Ah, jetzt wird natürlich die Clanburg noch gelockt. Das ist aber erstmal nicht so schlimm, denn er hat ja hier mit Masse die Lufttruppen am Start. Und wo ist denn eigentlich die Queen? Ah, da ist die Queen, okay. Da ist die Queen, also dann stören die Truppen ja doch nicht so. Und ich glaube, auch den hat er ganz nett gemacht. Den habe ich euch von Anfang an einfach ein bisschen schneller gespult. Aber es war halt ein komischer CK. Oh, da sind wir jetzt schon bei meiner Wenigkeit. Also 9 auf 9. Das ist eigentlich, also es ist eigentlich eine 10er Base. Ich habe die Mauern jetzt nicht nachgezählt, aber die Nummer 6 hatte eine exakt gleiche Base, nur als Rathaus 9er. Und deswegen glaube ich, dass dies hier ein Rathaus 10er ist, der einfach nur alle Mauern hat. Aber ich glaube, er hat nur ein Defense-Gebäude überhaupt auf Rathaus 10. Das ist hier der Bogenschützenturm, den ich gerade mal so markiere. Und er hat auch nur 2 X-Bögen, also eigentlich ist es nur ein 9er. Und an denen habe ich mich einfach mal, na, ich musste mich nicht rantrauen, sondern hier wird ja immer relativ klipp und klar angesagt, dass wir einen runtergehen, zwei runtergehen. Diesmal war es einer und ja, auch der Max Tesla hier stört mich da nicht wirklich. Meine Truppen gehen, ich denke mal, gut durch die Base durch. Hier King muss ich natürlich immer sehr früh zünden, dass der hier noch ein bisschen in der Mitte aufräumt, aber jetzt komme ich hier bei dem, ich glaube, ja, es ist ja ein lupenreiner Gehock, also nichts gekünstelt hier, wirklich nur Golem, ein paar Bola, ein paar Magier und mit Masse jetzt die Hocks hier gespammt. Die gehen hier auch erstmal so weit ganz gut durch und ich muss jetzt nur mit meinen Heilzaubern so ein bisschen aufpassen, denn es ist überall in den Apartments hier, oder in Apartments ist überall ein bisschen Flächenschaden und ein bisschen Punktschaden und natürlich lungert überall eine Bombe rum, aber ich glaube, es ist mir ganz gut gelungen und gut, dass hier noch ein paar Hocks nachkamen, denn ich hatte hier oben jetzt in den letzten Segmenten nicht mehr ganz so viele, aber es sind noch mal welche durch meinen letzten Heil geritten und ja, ich denke mal, auch das kann man so als stabil stehen lassen. Meine Hocks sind da schon sehr angeschlagen, habt ihr gerade gesehen, die letzte Riesenbombe, also hier lag auch in jedem von diesen
Quadern lag hier irgendwo eine Riesenbombe, die natürlich immer wieder meinen Hock so ein bisschen schädigen. Und wenn ihr den Hall mal ein bisschen verschmeißt und niemand reitet damit durch, dann kannst du ganz schnell ein Problem kriegen, dass du am Ende überhaupt keine Hocks mehr hast. Aber ich denke, das ist mir hier an der Stelle mal ganz gut gelungen. Ja, It's Ego hat hier also auch 3 Sterne geholt und auch für den 6er ist mir das gelungen. Also 6 Sterne hier für den Alex. Ja, passt. Ja, hier ganz oben hat dann unser Chef zugeschlagen. Unser Chef ist übrigens auch nicht mehr, oder was heißt nicht mehr, er ist jetzt kein 10,5er mehr, sondern er war jetzt eigentlich von der Defense her und von den Truppen her so weit fertig und stark, dass, ja, dann kann man sich natürlich noch gegen wehren, aber er hat sich jetzt selber gesagt, komm, ich lasse das jetzt mal sein. Ich baue jetzt die Defense, die ich als Rathaus Elver bekomme und werde jetzt halt ein richtiger Elver, also mit Adler, mit dem letzten X-Bogen und was gibt's denn da noch? Ich glaube Bogenschützenturm, Kanone und Magierturm und baut das jetzt so nach und nach durch, denn auch seine Gegner sahen in letzter Zeit immer so aus, also das muss man dazu sagen, die sahen immer so aus und aber auf die Ringbase hier, da ja, ist er, ich will nicht sagen, er ist darauf spezialisiert, aber er kann es eigentlich ganz gut. Vor allen Dingen, also ich kann es, muss ich sagen, gar nicht mit meinem RR11er so eine Ringbase so machen. Mit vor allen Dingen Valkyren, die habe ich noch nicht. Die habe ich noch nicht maxed. Das spielt aber nicht zur Sache. Die würden auf 6 auch irgendwo ihren Weg finden. Aber er findet natürlich jetzt hier den Weg, ja, vielleicht auch so ein bisschen noch nicht ganz bewusst, aber er findet den Weg jetzt schon richtig cool in die Base rein hier. Worden extrem spät gezündet. Das war bei über 50%, glaube ich. Den Worden erst gemacht und Queen ist noch voll in Heilung. Die Valkyren gehen hier ganz gut durch, aber okay, die Base ist auch nicht auf Rathaus 11 Niveau, also außer dass sie jetzt einen Adler hatte und vielleicht das ein oder andere Gebäudchen schon ein bisschen höher. War das denn eher hier ein 10er mit Adler, würde ich mal so sagen. Und da unser Chef halt auf dem Weg ist, doch ein ganz guter zu werden. Also ein echter RH11. Hat er das hier gut gemacht. 1 auf 1. Und dann zeige ich euch in jedem Fall das, was eigentlich im Thumbnail steht. Ist auch doof, aber ich wollte es euch nicht ganz im Anfang verraten. Denn nachdem ich schon mit dem Dorf hier, das war auch mal eine Frage, Toto, kannst du mal dein RH9 Dorf zeigen? Ja, das ist eins meiner RH9 Dörfer, die ich ab und zu mal im Clankriegen benutze. Die benutze ich nicht immer, sondern ich wechsle auch, aber dieses Dorf hier hält eigentlich nicht wirklich. Es hält nicht wirklich gegen 10er, erst recht nicht. Hier hinten 2 Luftabwehren sehr, sehr anfällig oder hier diese beiden sehr anfällig. Die Feger stehen allerdings ganz gut hier. Und deswegen und auch mit einer guten, gelungenen Hexen-Bowler-Kombi, auch im RH9-Bereich, ist diese Base durchaus anfällig. Also ihr müsst die nicht nachbauen oder so. Ich habe es mir geliehen von Betes. Vielen lieben Dank nochmal. Ich weiß nicht, wer es war. René oder Till, irgendeiner, hatte mir mal geschrieben, Toto, nimm die mal ruhig als RH9er. Die ist ganz nice. Und ja, ab und zu lade ich sie dann mal rein, je nachdem, wie es passt. Ich bin hier im Moment ziemlich hoch gerankt. Ihr seht das, ich bin 4. Und ich habe schon eine RH10 Dev hinter mir gehabt. Und eigentlich, ich meine, okay, die Helden sind jetzt nicht maxed. Das ist jetzt kein maxed RH11. Aber die Truppen sind maxed, also maxed Drachen mit den Max Balloons und... da habe ich schon, ich muss wirklich sagen, da habe ich schon bessere Angriffe gesehen und ich war auch selber ein bisschen überrascht, dass mir das so gelungen ist. Ich meine, ich weiß auch nicht, was der Kollege hier gemacht hat. Ja, vielleicht hätte er ein bisschen was weglassen sollen, denn man, er hat die Luftabwehren jetzt stehen lassen, beziehungsweise die hat er noch angerüttelt und die hinteren hat er hier weggeblitzt und kommt jetzt eigentlich von einer, ja, ich will mal sagen, recht ungünstigen Seite, denn er wird gleich beide Feger gegen sich haben, die seine Truppen und seine Lufttruppen immer wieder wegfegen. Ihr seht das jetzt, werden beide Feger aktiv und ja, eigentlich... Ich meine, wenn die Feger schon fast bei den eine Richtung stehen, dann kann man auch von der anderen Seite reinkommen. Und hat die Feger nicht noch gegen sich, aber hier werden die ganze Zeit rausgepustet und er hat überhaupt wenig Chancen, hier in die Mitte zu kommen. Denn die armen Drachen fliegen jetzt hier die ganze Zeit erstmal außen lang. Und das, was ihr nicht wisst, ja, das seht ihr jetzt gerade hier unten aufploppen. Hier ist noch eine kleine Tesla-Farm. Eigentlich für 6er Drachen ein Witz. Ja, eigentlich ist für 6er Drachen ein Witz, aber er hat schon alles verballert. Warden schon verballert, King schon verballert, die Queen
auch schon gezündet. Ja, und hat noch so viel jetzt eigentlich zu tun. Die Drachen sind zwar sehr behende und aus Rat und als Rathaus Neuner ist die Defense für einen Elfer eigentlich nicht gut. Eigentlich ist sie nicht gut. Das müssen. Ich meine, wer jetzt von 11 auf 9 so schlecht dip, dem darf auch kein Sieg zugesprochen werden, so muss man sagen. Und das hat er wirklich mau gemacht. Ich war echt überrascht. Ich habe es gar nicht erst gesehen. Ich hatte schon vorher gesehen, oh, ich habe gegen 10 gedefft. Das ist echt schon mal super. Das ist ein super Erfolg, nur 2 Sterne gegen RA10 zu kassieren. Aber als mich dann hier noch der Erste zum Schluss angegriffen habe, habe ich gedacht, nee, was hat denn der gemacht? Ja, und ihr seht das hier, so kann es kommen. Ich hoffe, es ergeht euch als RH11 nicht so wie dem Kollegen. Wir haben den Klankrieg auch knapp nur gewonnen, 59-57, also der Gegner hat nochmal ganz gut aufgeholt, meine Base ist trotzdem, sie hat gehalten und ich glaube, es sind auch, jetzt muss ich mal gucken, wie viele Angriffe waren es insgesamt, ja, es waren auch tatsächlich nur 2 Stück, die habe ich zwar beide verloren, einmal gegen den ersten und ich glaube, es war hier die Nummer 3 hat mich probiert, also ein Rathaus 10er. Beide sind dran gescheitert, wollte ich euch nicht vorenthalten, ist mal was ganz Nettes und ich bin jetzt seit 2 Clankriegen wieder da. Seht ihr's? Alles grün. Das lässt auf jeden Fall hoffen. Mal sehen, ihr seht die gekreuzten Schwerter schon wieder, die sich da bewegen. Wir sind wieder mittendrin im Clankrieg. Ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Wir hatten Dorfbesuch, wir hatten ein paar ganz nette Kämpfe. Ihr habt mal wieder einen kleinen Status vom Alex, aber hier geht's ja im Moment nicht weiter. Ist aber auch nicht so schlimm. Ein paar Pokis mache ich immer. Ich mache noch ein paar nette Angriffe. Ich hoffe, die haben euch dieses Mal wieder gefallen. Bis dahin, euer Toto. Bis dann.